Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rebo Videoblogs. Ich bin Klaus Mochalski, Gründer und Geschäftsführer der Rebo. Heute geht es um die Novellierung des IT-Sicherheitsgesetzes, die am 23.04. dieses Jahr verabschiedet wurde. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Verschärfungen für betreiberkritische Infrastrukturen, insbesondere Energieversorger. Und ich möchte drei wesentliche Punkte heute herausgreifen. Der erste Punkt ist, dass für Betreiber von Energieerzeugungsanlagen die Schwellen reduziert wurden, sodass bereits Anlagen ab 36 Megawatt statt vormals 420 Megawatt unter die Gesetzgebung fallen. Der zweite Punkt: Sie müssen innerhalb von 2 Jahren ganz explizit Anlagen und Systeme zur Angriffserkennung in Betrieb nehmen. Die Anforderungen an diese Systeme lauten, und ich zitiere, dass solche Systeme geeignete Parameter und Merkmale aus dem laufenden Betrieb kontinuierlich und automatisch erfassen und auswerten müssen, um fortwährend Bedrohungen zu identifizieren und zu vermeiden, sowie für eingetretene Störungen geeignete Beseitigungsmaßnahmen vorzusehen. Ein solches System muss die Steuerungskommunikation in den Netzleitsystemen, in den Leitsystemen allgemein permanent überwachen und in der Lage sein, jegliche Bedrohung zu identifizieren. Und das sind Bedrohungen durch bekannte, aber eben auch durch unbekannte Angriffe. Und Angriffe kommen mittlerweile häufig aus der klassischen IT und schwappen herüber in die Betriebstechnik. Es gibt aber mittlerweile auch schon Angriffe wie zum Beispiel InDestroyer in der Vergangenheit, Stuxnet und auch zum Teil SolarWinds, die direkt auf OT-Anlagen zielten. Alle solche Angriffe, völlig unabhängig davon, auf welche Systeme sie zielen und wie neu oder alt und bekannt sie sind, müssen erkannt werden. Und hier scheitern häufig signaturbasierte herkömmliche Angriffserkennungssysteme, wie man sie in Firewalls oder Schadsoftware-Scannern findet. Demgegenüber prüft eine Anomalieerkennung die Kommunikation permanent auf Veränderungen in den Kommunikationsmustern. Und solche Veränderungen treten ein bei Cyberangriffen, egal ob sie nach bekannten Mustern ablaufen oder ob es sich um eine völlig neue Art von Cyberangriff handelt, der auch auf nicht bekannte Schwachstellen zielt. Und somit ist die Anomalieerkennung den herkömmlichen Methoden weit überlegen. Der dritte wesentliche Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass der Gesetzgeber fordert, dass die Anlage vollumfänglich geschützt werden muss. Das heißt, es reicht mitnichten, das zentrale Netzleitsystem zu überwachen, sondern man muss auch alle dezentralen Systeme entsprechend überwachen. Das bedeutet also Umspannwerke, Ortsnetzstationen, dezentrale Energieerzeugungs- und Speicheranlagen müssen alle in die Überwachung einbezogen werden, weil auch über diese Systeme können Angriffe ins Unternehmen hereinkommen. Hier bietet Anomalieerkennung mit einem Mix aus zentralem und dezentralem Monitoring die richtige Antwort. Damit erreicht man am Ende eine vollständige Sichtbarkeit aller Veränderungen in der Anlage, die zur kritischen, in allen Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, und man kann sich so effektiv vor jeder Art von Angriff, egal welchen Weg der Angriff ins Unternehmen findet, schützen.